bin etwas aufgeregt, es tut mir leid. Ich habe nämlich für euch und für mich habe ich etwas die Qualität von meinen Videos verändert und habe mir eine Webcam mit 180p und dieses wirklich wundervolle Mikrofon, wo ich hoffe, dass es jetzt auch meine Stimme besser aufnimmt, damit ich etwas lauter bin, während ich meine Videos für euch drehe. Ja, ihr könnt ab jetzt von diesem Blickwinkel, habt ihr jetzt einen komplett neuen Blickwinkel. Und dieser Blickwinkel, der erlaubt es euch jetzt auch, unseren kleinen Mann hier hinten, wenn er nicht gerade da hockt. Das ist sein Klo und da braucht er Privatsphäre. Von daher finde ich das super, dass da mein Stuhl mehr oder weniger die sich auch beschwert. Ja, wieso habe ich das gemacht? Wieso fand ich das jetzt passend? Ich habe voll lang überlegt und habe so gedacht, so an sich finde ich es voll super, Videos zu drehen und mir macht das auch mega Spaß. Aber ich würde gerne meine Videos zusätzlich als ab jetzt auch als Podcasts und so veröffentlichen und dachte mir, wenn ich das so möchte und wenn ich das so also umsetze, dann brauche ich anderes Equipment. Und da fängt es schon mal mit dem Mikrofon an. Ich hoffe mal ganz ehrlich gesagt, dass das Mikro überhaupt aufnimmt, weil das weiß ich ja jetzt noch nicht. Und aber auch mit meiner Videoqualität wollte ich hochgehen, weil ich mir so gedacht habe, wenn ich meine Videos ab jetzt auch noch als Podcast mache, dann möchte ich aber auch, dass die meine Videos gerne gucken, dass die auch noch davon was haben. Und ja, und so habe ich mich dann entschieden, habe die Dinger geholt und ich habe keine Ahnung, ob das Teil überhaupt irgendwas aufnimmt oder ob ich jetzt hier gerade völlig für umsonst rede. Aber ja, also für mich jetzt die zwei komischsten Änderungen sind, ihr seid jetzt da oben, also da oben, ihr seid jetzt auf meinem Bildschirm mehr oder weniger und ich muss jetzt immer hochgucken und auch von meinem Instinkt her würde ich am liebsten gerne so gucken, weil da ist ein anderer Bildschirm und dann denke ich mir so, ich muss doch noch da gucken, aber dann drehe ich euch voll meine Gesichtshälfte zu. Und ja, also das ist noch ein bisschen, das wird jetzt noch Umgewöhnungsding. Ja, wie meine ich das mit Podcast? Was meine ich, was will ich da überhaupt machen, wie ist da der Plan so? Also mein momentaner Plan ist, dass ich jetzt mal dann die nächsten Wochen oder so, ich hoffe, dass ich dann in der Zeit auch reden kann, einfach anfange, indem ich mal einen Podcast versuche, indem ich nur Stimme habe, also dann wirklich nur Stimmaufnahme, kein Bild. Und dann weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, wie das funktioniert. Und da mache ich einfach so ein paar Tests und dann probiere ich mich da mal so ein bisschen aus. Und wenn ich dann mehr weiß, möchte ich gerne, wenn es funktioniert, zum 9.9.2024 dann mal das neue Podcast-Format starten. Weil ich habe mein erstes Video kam am 9.9. und da finde ich dann der erste Podcast am 9.9. auch super. Ist ja mein Papa sein Geburtstag und deswegen bringt mir der Tag immer Glück. Ja, was kann ich euch noch so erzählen, gerade im Moment über die Planung? Also, ja, da gibt's eigentlich, also ich finde jetzt ehrlich gesagt für mich wunderschön, dass Leo jetzt auch wieder ein bisschen mehr da ist. Entschuldigt, ich habe voll noch die Bettfrisur, so sehe ich aus, wenn ich ins Bett gehe. Ich zopf meinen Dinger hier und dann habe ich da dieses Haargummi und ja, Sekunde. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, kommt mir, dass ich das... Oh. Es wird nicht besser. Es wird schlimmer. Machen wir wieder Bettfrisur, dann haben wir wenigstens... So. Dann machen wir so. Ich sag euch, das macht mir gerade so Freude, dieses, dass meine Haare so lang sind, dass ich sie zopfen kann, weil das hatte ich bisher mein ganzes Leben noch nie. Und dass ich das jetzt machen kann, ist irgendwie für mich so voll die neue und besondere Erfahrung. Ich habe heute das Gefühl, mein PC rauscht aber auch anders laut. Sekunde. Ist
Tut mir so leid. Eigentlich sollte man sowas machen, bevor man an die Aufnahme startet. Aber ich bin ja halt immer so furchtbar schlecht vorbereitet. So, gut, dann haben wir das jetzt. Ja, das ist eigentlich so für den Moment alles, was ich euch da dazu sagen kann. Und ja, ich würde dann mal sagen, ich beende das Video an dieser Stelle. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, oh, schaut mal, wer aufsteht. Ja, du bist da. Ja. Oh, ist der süß. Ich liebe dieses Kaninchen. Gut, also dann, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.